Russia, who was colluded and who helped, in fact, with the help of the Russians. Hallo und grüezi. Vorab eine Mitteilung in eigener Sache. Andrea Berwing hat kürzlich geschrieben, unabhängige Stimmen sind wertvoll, raus aus dem Zeitgeist und frei von Opportunismus. Die Chancen für einen politisch unabhängigen und kritischen YouTube-Kanal für Werbeschaltung zugelassen zu werden, stehen laut YouTube bei ca. 5%. Ist also eher unwahrscheinlich. Trotzdem hatte ich mich vor einigen Wochen entschlossen, meinen Tell the Truth-Kanal genau dafür anzumelden. YouTube hat nun nach relativ kurzer Prüfzeit meinen Kanal im YouTube-Partnerprogramm akzeptiert und bereits etwa 20% meiner Videos freigeschaltet. Ich werte dies als ein Zeichen, dass wir, Tell the Truth und ihr, die Zuschauer, auf dem richtigen Weg sind, um nachhaltig relevante Informationen der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei euch für eure vielen tollen Kommentare, vorgetragen mit Herz und Verstand und abgefasst mit einer für die YouTube-Plattform kompatiblen Wortwahl. Mein Dank geht auch an YouTube. Im heutigen Video werden wir uns zusammen die neuesten Entwicklungen in der Schweiz betreffend der Selbstbestimmungsinitiative, des EU-Rahmenabkommens und des UNO-Migrationspaktes anschauen. Die am 25. November zur Abstimmung vorgelegte Selbstbestimmungsinitiative, die Anfangs Dezember anstehende Unterzeichnung des UNO-Migrationspakts und das bis zum Frühjahr 2019 fertig auszuarbeitende Rahmenabkommen, an dem übrigens immer noch unablässig gewerkelt wird, sind alle miteinander verwoben und bestärken im Verbund wie auch individuell einen politischen Trend in der Schweiz weg von Souveränität und direkter Demokratie hin zu europäischer Gleichschaltung. Um alle drei Vorhaben wird mit harten Bandagen und starken Emotionen gekämpft, jedoch oftmals ohne tieferen Sachverstand. Selbstredend malt die Schweizer Wirtschaftslobby, unterstützt vom Bundesrat, bei einer etwaigen Annahme der Selbstbestimmungsinitiative oder dem Scheitern des Rahmenvertrags ein düsteres Bild des wirtschaftlichen Niedergangs der Schweiz plakativ an die Wand. Die Schweiz regelt ihre Staats- und Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern und Organisationen mit internationalen Verträgen. Die Selbstbestimmungsinitiative will den Umgang mit diesen internationalen Verträgen ändern. Und zwar dann, wenn es einen Widerspruch zwischen einem Vertrag und der Schweizer Verfassung gibt. Es soll künftig in der Verfassung stehen, dass diese Vorrang hat. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab, weil sie wichtige Verträge aufs Spiel setze und dem Wirtschaftsstandort Schweiz schade. Es kann vorkommen, dass es zu einem Konflikt zwischen einem dieser Verträge und dem Schweizer Recht kommt. Zum Beispiel dann, wenn eine Volksinitiative angenommen wird, die in gewissen Punkten nicht mit einem bestehenden Vertrag vereinbar ist. Für das Initiativkomitee ist heute die Selbstbestimmung der Schweiz gefährdet, weil der Geltungsbereich der internationalen Verträge laufend ausgeweitet werde. Heute würden Politiker und Gerichte Volksentscheide nicht mehr oder nur teilweise umsetzen, indem sie sich auf die internationalen Verträge berufen. Dies führe zu einer Rechtsunsicherheit. Die Initiative sichere der Bevölkerung das Stimmrecht auch in Zukunft und schütze die direkte Demokratie. Wie oft im Leben liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und lässt sich am besten mit der Frage, ob die Thematik mit Kopf oder Herz angegangen werden soll, etwas differenzierter beantworten. Wenn wir die direkte Demokratie, welche uns zu Wohlstand und weltweitem Ansehen verholfen hat, als Staatsform bewahren wollen, müssen wir auch bereit sein, einmal mit dem Erreichten zufrieden zu sein und auf dem gegenwärtigen Niveau für einige Zeit zu konsolidieren. Ja, einige bestehende Verträge müssten dann neu verhandelt werden.
Unsere Produkte, Dienstleistungen und das Forschungsniveau erfreuen sich jedoch dank Qualität und Innovation einer dermaßen großen und stabilen Nachfrage und internationales Ansehen, dass wir aus einer Position der Stärke heraus solchen Verhandlungen getrost entgegenblicken dürfen. Gesundes Selbstbewusstsein muss auch bei unserem Bundesrat endlich Einzug halten. Roger Köppel fasst zusammen. Ich habe mich während dieser Debatte gefragt, warum eigentlich ist die überwiegende Mehrheit in diesem Saal für so einen Vertrag? Warum ist eigentlich die Mehrheit in diesem Saal für einen Vertrag, der die Schweiz zwingen wird, egal wie er dann am Schluss herauskommt, eine unabsehbare Menge von fremdem Recht zu übernehmen? Warum haben Sie, warum haben die Freisinnigen, die Architekten unseres unabhängigen Bundesstaates, warum haben Sie, Herr Portmann, ein erotisches Verhältnis zu einem Vertrag, der die Schweiz, egal was für Fototapeten Sie dazwischen stellen, Schiedsgerichte und wie Sie das nennen, einem Vertrag, der die Schweiz zwingen wird, sich fremden Richtern zu unterstellen? Das ist ja, meine Damen und Herren, vollkommen verrückt. Kein Land, das ich kenne, würde jemals einen solchen Vertrag unterschreiben. Kein Parlamentarier, der einen Eid darauf geleistet hat, diese Rechtsordnung in diesem Saal zu verteidigen, darf und kann doch auf die Idee kommen, so einen Vertrag unterschreiben zu wollen. Unabsehbare Rechtsübernahme, fremde Richter, Sanktionen. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, warum Sie der Meinung sind, dass wir so einen Vertrag unterschreiben sollen. Und es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass wir hier ehrlich reden. Hören Sie auf, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Hören Sie auf, diese ganze Geschichte zu beschönigen. Warum wollen Sie diesen Rahmenvertrag? Weil dieser Rahmenvertrag in Ihrem persönlichen Machtinteresse ist. Dieser Vertrag wird Ihnen helfen, das zu tun, was Sie in dieser Legislatur schon einmal getan haben. Sie werden mit diesem Vertrag die direkte Demokratie in diesem Land weiter beschädigen, zerstören und zertrümmern können. Dieser Vertrag, meine Damen und Herren, wird Ihnen helfen, die Stimmberechtigten in diesem Land, den Souverän, weiter auszubremsen. Was hier stattfindet, ist die kalte Entmachtung des Volkes. Es ist die Machtergreifung, eine Art Staatsputsch durch eine abgehobene politische Klasse, die weder willens noch fähig ist, die Volksrechte zu schützen, auf die sie einen feierlichen Eid geleistet hat. Wie die politische Elite in diesem Lande mittlerweile denkt, zeigte ein Interview unseres Bundespräsidenten in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 25. April 2018. Da sagte Alain Berset wörtlich: Über Volksinitiativen können die Bürger ein Thema lancieren, das ihnen unter den Nägeln brennt. Und dann schaut das Parlament mit seinen zwei Kammern, was man daraus unter Berücksichtigung der geltenden Verfassung und des Völkerrechts machen kann. Zitat Ende. Nach Meinung unseres aktuellen Bundespräsidenten sind also Volksinitiativen nichts weiteres als die unverbindliche Lancierung eines Themas. Diese bundespräsidiale Auffassung, meine Damen und Herren, ist ein offener Bruch mit der geltenden Bundesverfassung. Diese hält nämlich fest, das Volk entscheidet, ob der Initiative Folge zu geben ist. Stimmt es zu, so arbeitet die Bundesversammlung eine entsprechende Vorlage aus. Entsprechen, das heißt laut Duden, übereinstimmen, gleichkommen. Meine Damen und Herren, es gibt heute einen tiefen Graben zwischen uns. Auf der einen Seite stehen wir, die Schweizerinnen und Schweizer, die Demokraten, die Volksvertreter, die Politiker und Patrioten, für die nicht das Ausland, sondern die Schweiz mit ihrer einzigartigen Demokratie zuerst kommt. Auf der anderen Seite
steht das Establishment, stehen die Eliten, stehen die meisten Parteien, stehen Sie, die Undemokraten, die sich zu Unrecht Volksvertreter nennen, denn das Ausland ist ihnen näher als die Schweiz. Deshalb, meine Damen und Herren, gibt es, braucht es die Selbstbestimmungsinitiative. Sie ist dem Schweizer Volk aufgezwungen worden durch Sie, durch eine politische Elite im Vollrausch der Macht, wild entschlossen, die Volkssouveränität an sich zu reißen. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden dafür sorgen, dass verfassungsmäßige Zustände gelten. Die Schweizerinnen und Schweizer haben in der Schweiz das letzte Wort. Aus freudiger Überraschung habe ich mich heute am Morgenkaffee verschluckt. Das zuletzt von den Österreichern entfesselte Momentum scheint sich weiter auszubreiten. USA, Ungarn, Australien und Österreich haben sich fest, Kroatien, Dänemark, Polen, die Tschechei und Italien dem Ansinnen nach bereits vom Pakt verabschiedet. Und die Schweiz? Betreffend des Migrationspaktes hat gestern Freitag die Stellungnahme der 24-köpfigen überparteilichen staatspolitischen Kommission des Nationalrates SPK hohe Wellen geschlagen. Außenminister Gassis war am Freitag gekommen, um die Nationalräte der staatspolitischen Kommission vom UNO-Migrationspakt zu überzeugen. Doch ohne Erfolg. Die Kommission empfiehlt dem Bundesrat klar mit 15 zu 9 Stimmen, den Pakt an der Konferenz in Marokko vom 10. und 11. Dezember nicht wie geplant zuzustimmen. Die Kommission hält daher auch an ihrer Motion fest, die vom Bundesrat verlangt, dass er den Migrationspakt dem Parlament als Bundesbeschluss zur Beratung vorlegt. Wie der Tagesanzeiger berichtet, wird auch klar, weshalb die Schweiz sich dermaßen für den Migrationspakt engagiert hat. Die Basis für den Pakt wurde 2016 gelegt, als die UNO-Vollversammlung eine Erklärung zum besseren Schutz von Flüchtlingen verabschiedete. Dabei gehörte US-Präsident Barack Obama zu den treibenden Kräften. Eine Frage blieb: Wer soll das Dokument erarbeiten? Peter Thompson, Fidschi-Insulaner und Präsident der UNO-Generalversammlung, ging auf den Schweizer UNO-Botschafter Jürg Lauber zu. Kein Zufall. Schweizer Diplomaten haben den Ruf, politisch ausgleichend, effizient, zuverlässig und lösungsorientiert zu arbeiten. Zudem gilt die Schweizer Migrationspolitik bei den Vereinten Nationen als erfolgreich. Thompson bat Lauber, mit dem Mexikaner Gomez Camacho zusammenzuarbeiten. Lauber leitete die Anfrage Ende 2016 nach Bern weiter. Er sagt, wir hätten ablehnen können. Doch Außenminister Didier Burkhalter von der FDP und Justizministerin Simonetta Sommaruga von der SP waren bereit, das Mandat zu akzeptieren. Selbstredend ist Botschafter Lauber zum Sündenbock avanciert und nicht etwa Herr Burkhalter oder Frau Sommaruga. Irgendwie und irgendwann kommen die Dinge aber immer ans Licht. Ja, und dann wäre da noch Eduard Gneser, Sonderbotschafter des Bundes und anfänglich involviert an der Ausarbeitung des Migrationspakts. Auf die Frage, was die Folgen wären, wenn die Schweiz den Pakt nicht unterzeichnen würde, antwortete er: Das wäre eine verpasste Chance. Und es wäre mindestens teilweise eine Abkehr von der bisherigen Haltung, dass eine gute Migrationspolitik auf eine stärkere internationale Zusammenarbeit angewiesen ist. Die Schweiz hat sich in die Verhandlungen erfolgreich eingebracht und sie spielt seit vielen Jahren eine prägende Rolle bei der Weiterentwicklung der globalen Migrationszusammenarbeit. Diese könnte sie zukünftig nicht mehr im selben Maße einnehmen. Sie würde als Brückenbauerin an Einfluss verlieren und eine Schwächung des internationalen Genf riskieren. Die Stadt ist der Dreh- und Angelpunkt des globalen Migrationsdialogs. Die wichtigsten internationalen Akteure, namentlich die Internationale Organisation für Migration, haben ihren Sitz in Genf.
Bitte schaut euch auch meine Videos zu diesem Thema an. Link, i-Ikone oben rechts und im Abspann. Mit keinem Wort werden schweizerische Interessen, unsere Souveränität und die schleichende Gefährdung unserer direkten Demokratie auch nur erwähnt. Kritik am Pakt wird schlicht als Angstmacherei abgetan. Fazit: In der Bevölkerung wächst der Widerstand gegen alle drei vom Bundesrat unterstützten Vorhaben. Viel Aufklärungsarbeit steht uns noch bevor, jedoch verstärkt sich das politische Momentum zusehends. Wir leben in sehr interessanten Zeiten. Falls euch dieser Beitrag gefallen hat, bitte teilen, kommentieren, bewerten und meinen Kanal Tell the True Swiss abonnieren. Bitte drückt auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich neue Videos veröffentliche. All dies hilft enorm, damit mein Kanal weiter bestehen kann. Vielen Dank und bleibt gesund! You're not laughing now, are you?